an, Leute. Backflip auf dem Fahrrad machen, aber nicht über eine Stange hüpfen. So ist mein Kinder, weil sie keinen Olli können. Hallo YouTube, was geht, Freunde? Wir sind heute mal wieder, wie man es offensichtlich erkennen kann, am Skatepark. Ich bin heute mit dem Skateboard unterwegs. Mein Boy Steven ist auch am Start. Was geht denn, Alter? Ja, mal schauen, was wir noch so können. Das Problem ist, warum auch so wenig Skateboard-Videos kommen. Skateboardfahren ist fucking schwer. Und bis man da neue Tricks lernt, dauert es einfach ewig. Aber wir fahren heute hier ein bisschen rum, wir cruisen ein bisschen rum. Wir machen den einen oder anderen Olli irgendwo hoch. Vielleicht lerne ich heute auch noch mal einen Kickflip. Und ja, mal schauen, was wir so können. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr es feiert. Und heute wird alles mit meiner Insta360-Cam gefilmt, weil mir hat ein Zuschauer in die Kommentare unter meinem letzten Video geschrieben, wo ich euch die Kamera vorgestellt habe, ob ich mal einen ganzen Vlog nur mit der Kamera machen kann. Und das mache ich jetzt. Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt erstmal ein paar nice Shots, wie wir uns ein bisschen einfahren. Und dann versuchen wir vielleicht den einen oder anderen neuen Trick. Let's go. Kommst du mal auch mit? Wer als erstes Shovel schafft. I'm about my bag, bitch. I'm decked up on blue bills. And I won't stop until cash pitches like fall leaves in the back field. Tell her out of my face if she coming with that bullshit. Quit to say my piece, I'm so after school special. She brainy, but them jeans looking like paint. I gotta bless her. Niggas talk a whole lot, know a damn where they really can't press her. So I notated on leaflet. Einfach back to back geschafft. Richtig gut. Okay, Leute, nächster Trick, den wir versuchen. Eigentlich voll simpel, hier ein Olli auf die Pyramide drauf. Die fängt an. Langsamer fahren. Nein! Wollen wir hier reindroppen? Lass mal tryen. Muss ich aber erst wieder ein paar Mal machen. Einfach drüber fahren. Ja. Oh mein Gott. Alter, ich war viel zu langsam. Das ist so eklig, hab ich viel. Ja, man muss ein bisschen schnell sein. Hey, ich muss sagen, es wird aber besser mit der Zeit, aber ich finde beim Skateboardfahren, Alter, das braucht Jahre, bis man da gut ist. Ne? Das ist nicht normal. Ist so viel schwerer als die anderen Sportarten. Voll. Wo man eigentlich relativ schnell, wenn man nicht so viel Angst hat, gell, ja, besser werden kann. Ja, ja. Und auch viel mehr Gefühl kriegt. Beim Boarden ist echt, ist einfach, der ganze Sport ist einfach sketchy. Voll. Der ganze Sport ist einfach sketchy. Ja, keine Ahnung, entweder man muss es 5000 Mal machen oder man braucht einfach Glück bei den Tricks. Ich check's auch nicht wirklich. Es macht auf jeden Fall Bock, also wenn ihr Skateboard fahrt, bleibt dran und dann wird es schon. Aber es sind halt immer so kleine Baby-Steps, ne? Bis man besser wird. Das ist eigentlich einfach dasselbe, nur hier drauf. Komplett auf der Kante kalt, okay? Ja, klar. Leute, wir tryen. Next step, let's go. Oh. Ey, man muss schnell sein. Ich will nicht auf die Ding. Da, wo die Schrägen sich quasi treffen. Ja. Da will ich nicht drauf. Ja, ich auch nicht. So. Aber so, also eher so. Eher rechts. Ja. Hey, ich bin dran! Oh.
ich bin abgesprungen und wieder auf dem Board gelandet. Okay, was machen wir als nächstes? Hochallin, runterallin? Oh ja, das können wir wieder machen. Ich habe ein bisschen meine Hand geprellt bei dem Sturz. Aber es macht schon auf jeden Fall richtig Bock, Alter. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr Skateboard-Vlogs sehen wollt, auch wenn wir scheiße sind im Fahren. So ein Ding nämlich. Nächste Challenge. Hier Olli hoch. Hier. Rüber. Hier wieder Olli runter. Hier. Ready? Komm, krieg's halt weg. Hey, ja! Komm mal. Beide Olli geschafft. Jetzt müssen wir Olli hoch und wieder runter machen. Ey. Hallo? Könnt ihr mich sehen? Hallo? So gut hinbekommen wie gerade. Doch. Nein, Alter. Ich habe gerade Pause gemacht, um den Clip zu speichern, wo ich es geschafft habe. Die ist die, du schaffst back to back einfach. Ja, komm, jetzt mach nochmal. Jetzt schaffst du den. Ich film sogar schön. Ey, fuck, ey. Ich wusste es. Oh, Mann. Oh, er war sogar noch cleaner als vorher. Okay, was machen wir jetzt? Vielleicht hier drauf, Olli, runter und dann beim drüben nochmal ein Olli. Ja, okay, lass probieren. Oh, let's go! Das war so fucking hässlich. Yo, yo, zieh durch, zieh durch! Ja, du oh mein Gott! Wie die Seele aus deinem Rücken gekommen ist gerade. Richtig so. Das wäre echt bei Smackdown, hat mich einer Batista-Bomb gerade. Ich habe mich selber Batista-Bomb, auf Ehre. Dafür einen Daumen hoch. Lass ein Like da. Für den nice Try. Ah! Boah, du bist so auf deinen Rücken gestorben. Die meint in die Jump über die Stange, ist easy. Ja, Junge. Kann ich mal so vom Board hochspringen? Oh mein Gott! Du blöder Hund! Ja! Der war richtig clean, Junge. Ich sag das easy. Wie springst du vom Board weg? Wie ein Schmetterling. Ja, nicht wie ein Olli, Junge. Vielleicht kann ich mal auf dem Board springen. Ja, so. Stell ich mehr dahin, ja? So Schraubenlöcher. Ja, richtig. Ach, Junge. Es geht voll! Ich hab voll Schiss. So einfach, ne? Ja. Oh mein Gott. Aber du musst halt dann auch nicht einfach nach oben, sondern nach vorne springen. Mhm. Dann musst du schnell genug fahren. Oh mein Gott.
spring nicht so krass. Das ist nicht so hoch, das ist Schienbein hoch. Wie hoch bin ich denn? Du bist auf meiner Bauchnabelhöhe. Ich könnte mich hinstellen, du machst das über mich von mir. Okay, das können wir machen. Nee, Mann, ich traue mich dir nicht. Hä? Ich traue mich nicht, keine Ahnung. Ja, aber wieso? Das ist doch nicht viel. Also, das ist ja nicht... Schaut euch das an, Leute. Backflip auf dem Fahrrad machen, aber nicht über eine Stange hüpfen. Ja, ist so. So was machen Kinder. So was machen Kinder, weil sie keinen Olli können. Oh Gott! Ah. Wenn du es nicht fühlst, dann lass es. Ich lass mein Board stehen, Alter. Ja. Das ist das Problem. Ich spring so weg. Ja. Und lass mein Board stehen. Egal. Another day, any jump. Okay, Leute. Nächste Sache, die wir lernen wollen, ist ein bisschen besser manieren. Und zwar gibt es hier am Boden diese Striche. Das heißt, wir machen von dieser Betonplatte bis zu dieser Kante. Das sind ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6 Meter. 6 Meter Manual. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ah. Einfach perfekt hier mit dem Board geschliffen. Das ist auch gut. Perfekt durchgezogen, Alter, crazy. Richtig strong. Oh, nice! Oh. Junge, hier war Steven gerade. Ich bin bis hier. Oh. Richtig strong, Alter. Fast kein Tempo, das ist vorbei. Ja, voll. Ich habe nicht gedacht, dass ich den so gut hinbekomme. Aber strong, ey. Der ist schon sauber. Das ist einfach, 6 waren wir, 7. Ja, 7,5 Meter oder sowas. Boah, ey, es macht schon übel Bock. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Skateboard fahren ist todesanstrengend. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, bye bye.